Wir sind wieder da mit den Fußball-News von Otspedia auch in der Krise und gleich mit jeder Menge Themen. Tja, und eins davon, die Bundesliga wird diskutiert, ob sie fortgesetzt oder abgebrochen werden soll. Ja, die belgische Liga hat es ja vorgemacht, die haben bereits abgebrochen und einen Meister gekürt. Und da eh nicht gespielt wird, können die Profis eigentlich auf ihr Geld verzichten, am Existenzminimum werden die sich ja nicht knabbern. Ja, gibt einige, die da mitziehen, allerdings die Engländer auf keinen Fall. Wir schauen noch mal nach England, da geht es um den Herrn Sané. Ja, der wird vielleicht doch nicht dahin wechseln, wo er hinwechseln wollte. Dafür ist jetzt ab 16 Jahren die Bundesliga geöffnet, wenn man denn gut genug dafür ist. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir doch einmal kurz nach Belgien. Da wurde wegen Corona die Liga schon beendet und Brügge als Meister erkoren. Die UEFA, wir sehen es da gerade in der Überschrift, droht auch mit Sanktionen wie den Europapokal-Ausschluss. Kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, denn wenn du es jetzt mit anderen Ligen vergleichst in Europa, bei Belgien oder in Belgien wurden bereits 29 der 30 Spieltage schon gespielt. Es gibt da zwar dann auch noch ein Playoff-Format, aber ich denke, dass das absolut vertretbar ist, so eine Entscheidung. Weil in der Bundesliga vor allem auch jetzt der Termin anscheinend immer weiter nach hinten rückt. Deswegen unsere Frage des Tages, was meinst du, soll einfach auch abgebrochen werden und Bayern München überraschenderweise zum Meister gekürt werden? Ärgerlich für alle, die so knapp dran waren wie schon seit Jahren nicht mehr. Oder soll man irgendwie auf irgendeine verrückte Art und Weise diese Liga noch würdelos zu Ende bringen? Oder ich weiß es auch nicht. Ja, spannender ist wahrscheinlich sogar die Frage um die Abstiegsplätze dann. Also gibt es ein Playoff-Format vielleicht um die internationalen Spiele, um die internationalen Plätze, um die Abstiegsplätze? Was macht ein Zweitligist, der eigentlich Vollgas auf Wiederaufstieg getrimmt ist? Das ist sehr, sehr, sehr schwere Entscheidungen. In vielen Ligen ist ja einfach dann vorzeitig die Saison beendet worden, also jetzt gerade im Amateursport. Der Erste ist Meister und letztendlich, wenn wir zum Beispiel bei uns in der Regionalliga im Basketball vor Ort schauen, da gibt es keine Absteiger, sondern man geht einfach mit den gleichen Mannschaften in die nächste Saison. Ist im Amateursport mehr oder weniger egal, aber in der Bundesliga hängen da schon wieder Arbeitsplätze und viele, viel Hoffnung, viel Leid beieinander, beruflich, wirtschaftlich gesehen. Ja, aber was soll man machen, ne? Das Einzige, was man machen kann, ist halt, dass die Profis viel ihres Geldes abgeben für die, die es nötiger haben. Ansonsten muss da eine interne Regelung gefunden werden im Fußball, weil die Politik nicht auch noch da eingreifen kann, meiner Meinung nach. Und natürlich wird es die Vereine auch irgendwo treffen, aber im Endeffekt sind die Spieler diejenigen, die davon profitieren, dass sie jahrelang über dem, was eigentlich ein Mensch zum Leben braucht, verdienen. Und von daher, ja. Aber gut, das ist alles sehr sozialistische Denkweise hier. Zu was Lustigerem. Hier dieses Bild von Wumms, einer sehr... Ja. So kann es dann laufen. Aber nicht alle Fans lassen sich gehen. Wie man sieht, hier ein positives Beispiel von einem hier aus unserer Redaktion, der sich der Yoga für sich entdeckt hat und so fit ist wie seit langem nicht mehr, weil er einfach zu Hause viel Zeit hat zum Rumturnen. Ja. Also ich merke ganz besonders bei meiner Quarantäne, ich lebe deutlich gesünder, man holt sich nicht mehr so viele To-Go-Getränke, sei es jetzt Cappuccino oder eine Cola mal zwischendurch oder irgend so Zeug.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Pizza gegessen habe, weil zum Italiener traue ich mich auch nicht mehr so richtig. Also lieber selber kochen. Macht sogar Spaß, ist sogar viel günstiger, als ich jemals im Leben erwartet hätte. Und ja, letztendlich lebe ich gesund. Ich werde mal nächste Woche posten, was für ein Gerät ich für mich jetzt gekauft habe. Das ist nicht ganz so ein auf Yin-Yang und Mitte finden und so, nee, so Yoga, das ist nicht meins. Aber ich mache das nächste Woche mal. Wird dich überraschen, was dein Kumpan. Und wer jetzt mir irgendwelche Heuchlerei vorwirft, weil ich eine Hose mit drei Streifen trage, die habe ich nur zu Zwecken der Anti-Werbung angezogen, weil das sicherlich keine gute Sache ist. Ich glaube, ich kenne die Hose. Da ist auch ein Bayern-Logo drauf, oder? Ach, ganz widerlich. Wer weiß das schon so genau? Das kann alles sein. Apropos Bayern, er war ja auch mal bei Bayern im Gespräch. Paulo Dybala von Juventus Turin sagt, sie verzichten 4 Monate, komplettes Juve-Team verzichtet 4 Monate auf das Gehalt. Das ist natürlich was, da können sich viele vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Wie gesagt, es tut denen sicher nicht weh, außer sie müssen gerade irgendwie eine 10 Millionen Dollar Villa am Comer See abbezahlen. Aber gut, dann versteht man es auch, wenn man gerade mal jetzt nur 3 Monate vielleicht drauf verzichtet. Ansonsten, die Engländer, die es ja am allerdicksten haben, sehen das bisher noch nicht ein. Und dabei ist England ja ein Land, das mit am härtesten getroffen wird, weil sie auch von denjenigen, die an der Macht sind, wahrscheinlich diejenigen sind, die das am Anfang einfach nicht so gecheckt haben und auch nicht die entsprechenden Schritte eingeleitet haben. Jetzt haben sie den Salat und die Profis sehen da noch nicht so Handlungsbedarf. Aber gut, mein Gott, das ist halt jedem selbst überlassen im Endeffekt. Aber deswegen muss man es umso höher anrechnen den Leuten, die es tun. Ja. Also auf der einen Seite sagst du, es jedem selber überlassen. Auf der anderen Seite muss man, denke ich, auch ein bisschen an seinen Arbeitgeber denken, beziehungsweise auch hoffen, dass es den noch gibt. Uns in der Wirtschaft, die jetzt nicht Fußballprofi sind, gilt das natürlich umso mehr. Wenn deine Firma dann Kurzarbeit anmeldet oder so, dann kannst du ja auch nur unter Protest sagen, mache ich nicht mit, aber natürlich machst du mit. In der Bundesliga habe ich jetzt gelesen, Wolfsburg und Bremen haben auch schon Kurzarbeit angemeldet und da haben auch die Profispieler gesagt, dass sie auf Gehalt verzichten. Ich finde sowas sehr cool, weil ich glaube, man muss eher ans Big Picture denken, was ist in 3, 4 Monate. Und man kann hier einfach ein Zeichen setzen und ich sehe es jetzt an mir, ich verdiene jetzt wegen Kurzarbeit auch weniger, aber ich weiß gar nicht mehr, wann ich großartig Geld ausgebe. Also die Fixkosten sind da, aber du kannst ja nicht mehr irgendwie essen, trinken gehen, feiern gehen, ins Fußballstadion gehen, Legoland oder was auch immer man gemacht hätte. Geht ja alles nicht. Und da denke ich schon, dass Fußballprofis oder generell reiche Menschen hier schon ein gutes Zeichen setzen können und für die Ärmeren da sind oder für die Ärzte und Krankenschwestern oder die jetzt gerade sich nicht mal mehr versorgen können. Also finde ich schon, dass es keine Frage von Sozialismus oder nicht, sondern von Moral. Und vor allem, du hast einen guten Punkt angesprochen. Hast du viel Richtiges gesagt. Auch eine Sache, was wir letzte Woche schon besprochen hatten, war ja, dass Transfersummen, die ja bis ins Unermessliche gestiegen sind, das Niveau sicher nicht halten können. Nach Ende dieser Krise, wenn es denn, wie gesagt, jemals ein Ende geben wird oder eine andere Form des Fußballs. Und dann scheint der Transfer von Sané zu Bayern sowieso geplatzt zu sein. Man hört munkeln, dass er mit seiner Mentalität nicht so ganz zu Bayern passt. Okay. Ja, ich meine, Talent ist das eine, aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite ehrgeizig sein. Und da schaffst du es bei Bayern wirklich nur, wenn du
ein Vorzeigeprofi bist. Robert Lewandowski, bestes Beispiel, der war klasse bei Dortmund, der ist zu Bayern gegangen, ist dort auch super, weil er einfach einen unglaublichen Ehrgeiz hat, weil er sich nicht darauf ausruht, dass er eh schon saukrass ist, sondern er will einfach immer jeden Tag der Beste sein. Und nur mit solchen Spielern wollen sie halt bei Bayern im Endeffekt arbeiten. Klar gibt es da vielleicht nicht immer nur solche, aber Sané scheint diese Mentalität anscheinend nicht mitzubringen. Du sprichst auf der einen Seite ja an, dass die Transfersummen wahrscheinlich runtergehen werden. Ich glaube auch, dass so ein Verein wie Bayern München, die ja eigentlich hochseriös wirtschaften und dafür immer schon gestanden haben und sicherlich auch keine Harakiri-Aktion riskieren werden, die werden auch das Geld und die Ausdauer dieses Jahr haben, wenn dann wieder alles ein bisschen back to normal geht und die Preise dann normaler sind, vielleicht Schnäppchen zu finden. Also sprich Spieler, die sehr, sehr gut verdienen, Stars sind, jetzt bei ihrem Verein aufgrund vielleicht Zahlungsschwierigkeiten nicht mehr so unterkommen werden und dann etwas weniger Gehalt zahlen müssen. Und wie gesagt, ein Schnäppchen im Starmarkt sehe ich für die solide wirtschaftenden Vereine sehr, sehr gut möglich. Und dann wäre es jetzt einfach unsinnig, Preise zu zahlen, die es vor der Saison für einen Sané hätten sein müssen, sowohl von Gehaltsseite als auch von der Transfersumme. Gemacht haben. Und dieses Modell Jugend wird ja von anderen Vereinen viel mehr noch gefördert, wie jetzt bei Leipzig, die mit einer super Scouting-Abteilung überhaupt erst dahin gekommen sind, wo sie sind, wie Dortmund sowieso, die immer günstig einkaufen, extrem teuer verkaufen, jetzt aber auch die Spieler erhalten wollen, weil Watz gesagt, Geld haben sie genug, aber wir wollen auch mal einen Titel. Oder eben auch bestes Beispiel Freiburg, die immer im extrem kleinen Budgetrahmen, in einem kleinen Rahmen wirtschaften, aber immer es irgendwo dann wieder schaffen, mit talentierten Spielern und einem super Trainer, super Umfeld in der Liga zu bestehen. Und das ist eigentlich das, was dann eigentlich für den Fußball, finde ich, absolut ein Gewinn sein könnte, dass nicht mehr nur das Geld auf den Tisch gelegt wird für irgendwelche ausländischen Stars, wenn du jetzt hier vielleicht einfach mal auch wieder der Jugend eine Chance geben könntest. Ja, Genau. Und da da stimme ich spielt. eiskalt zu. Bayern hat ja auch eine gute Jugendarbeit, aber oftmals ist es dann so, dass die Spieler, die in der Bayern-Jugend waren, irgendwo anders groß rauskommen, weil halt Bayern in der Vergangenheit nicht den Jungs die Zeit gegeben hat. Aber da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Umdenken aufgrund der Situation, auch aufgrund der neuen Ausrichtung. Also finde ich sehr spannend und diesbezüglich auch eine Entscheidung in der Bundesliga. Ab nächster Saison oder ab November kann man auch mit 16-Jährigen in der Bundesliga auflaufen. Das war bisher nicht erlaubt. In anderen Ländern war das schon möglich. Dementsprechend versucht man jetzt auch in der Bundesliga da aufzuschließen, beziehungsweise die gleichen Gegebenheiten zu gewährleisten. Allerdings, ich weiß nicht, wie du das siehst, Radek, ich bin kein Fan davon, dass man mit 16 schon Bundesliga spielt. Belastet den Körper noch mal mehr. Der Druck, der auf den Spielern, gerade auf den Jungen ist eh schon enorm. Dann machen sie ein, zwei gute Spiele, gerade in Deutschland, dann werden sie gehypt. Und es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Also ich würde meinem Sohn oder Tochter nicht wünschen, mit 16 schon Bundesliga zu spielen, außer wenn ich auf das Geld brauchen würde. Also Ja. ich wäre natürlich sein Manager, ganz klar. Aber nee, finde ich jetzt sinnvoll in Bezug auf die europäischen Ligen. Allerdings wäre es mir lieber, wenn man da striktere Altersregelungen hätte. Ja, ich meine, es gibt ja ein paar Beispiele. Ødegaard zum Beispiel, auch mega gehypt. Und natürlich, da macht er ein paar schwache Spiele, kann man nicht sagen. Hallo, der ist 16 gewesen oder was? Aber er spielt halt dann irgendwie nicht gleich sofort irgendwie eine Rolle mit 16, was du nicht erwarten kannst. Und dann hat er natürlich Stress, dann wird nur drüber geschrieben, ja, doch nur eine Luftnummer und so. Also da sind die Medien natürlich
gnadenlos. Und naja, andererseits muss man schon wirklich ein Jahrhunderttalent sein, dass man mit 16 überhaupt zum Einsatz kommt. Also da zeigt die Vergangenheit, dass der jüngste Bundesliga-Profi bis dahin ja lange Nuri Sahin mit 17 irgendwas war. Und da ist es natürlich bis 16 noch ein ganz, ganz anderer Weg. Und jemanden zu finden, der diese Qualität mitbringt, dass er überhaupt besser wäre als die 11, die spielen, oder die 15, die ja irgendwie in den erweiterten Kreis zählen, da musst du schon wirklich ein neuer Messi sein. Und ob wir den haben, ja, es gibt ja da so dieses Beispiel eines Dortmunders, der immer mal wieder in den Medien ist. Aber also, ja, also das ist eine Regel, über die wir jetzt eigentlich viel zu viel Zeit schon vergeudet haben, weil es eigentlich gar nicht relevant sein wird. Wird die Zukunft zeigen. Ich denke jetzt auch nicht unbedingt an die Spitzenteams, aber überleg mal, zweite Liga, da sehen dann vielleicht Vereine, Verantwortliche ein großes Talent und denken sich, den haue ich jetzt rein, um ihn vielleicht dann auch zu verkaufen. Also wird die Zukunft zeigen. Prinzipiell ist man in Deutschland, glaube ich, da schon relativ verantwortungsbewusst, hoffentlich auch von Vereinsseite. Schauen wir mal. Aber trotzdem auf jeden Fall ein spannender Schritt, dass das jetzt auch erlaubt ist. Ja, in den niedrigeren Ligen, ja, macht es vielleicht dann mehr Sinn, aber Bundesliga, sage ich ja, da musst du natürlich dann schon extrem viel Talent mitbringen. Und dann war es das für dieses Mal. Schreibt uns in die Kommentare, was euch so bewegt, wie ihr euch fit haltet, was eure sportlichen, persönlichen Ziele vielleicht sind und was ihr zu diesen Themen auch selber an Meinung noch dazu habt. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Bin gespannt, was sich bis dahin Neues ergibt.